genau mit diesem Applaus dürft ihr auch gleich unseren Special Guest begrüßen. Wir werden sozusagen vorne weg, bevor es richtig losgeht mit dem knallharten Wettbewerb, noch jemanden auftreten lassen, damit wir alle schon mal so ein bisschen angewärmt sind, damit die Jury sich auch einmal schon so ein bisschen ausprobieren kann. Und das ist heute ein ganz besonderer Gast. Er kommt aus Stuttgart und er hat vor kurzem erst die Hamburger Stadtmeisterschaft gewonnen. Er ist wirklich ein Senkrechtstarter in der Szene. Begrüßt bitte mit einem Riesenapplaus auf dieser Bühne Robin Meserosch. Hallo. Ich gehe nicht zu Seminaren und ich kann deswegen auch nichts, immer noch nicht. Hallo. Es wird warmer, ihr wisst es selber, und da hat man vielleicht manchmal Lust, so ein Liebesgedicht zu schreiben. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber dann kann es auch genauso gut vorkommen, dass man jetzt gerade gar niemand hat, der immer so ein Liebesgedicht schreiben kann, was eher blöd ist, aber es nicht sein muss. Man kann dann auch über völlig andere Dinge Liebesgedichte schreiben. Und es ging mir irgendwann mal so, und dann habe ich halt gedacht, jetzt muss es sein, und dann habe ich ein Liebesgedicht an die Arbeit geschrieben. Und aus Kreativitätsmangel habe ich das dann auch Liebesgedicht an die Arbeit genannt. Es war kurz nach der Schule, als ich dich zum ersten Mal sah. Fremd warst du. Unheimlich warst du, und mir war nicht klar, wie es weitergehen soll für den Rest meines Lebens. Ich versuchte, Spaß zu haben, mich zu entspannen, doch vergebens, denn du warst da. Und ich war plötzlich nicht mehr ich. Du hattest mir den Kopf verdreht, mir war plötzlich so schwindelig. Dann kam die erste Gehaltsabrechnung, ich schlug Purzelbäume. Vorbei waren Spaß, Gesellschaft und kreative Lebensträume, denn nur noch du warst von Bedeutung und interessant für mich. Aber ich muss dir was sagen, ich glaube, ich liebe dich. Arbeit, wenn ich dich sehe, kriege ich einen Nadelstreifen steifen, denn du weißt, ich bin ein Aktenkofferlederfetischist. Wenn meine Gedanken zu dir schweifen, weiß ich, dass du alles für mich bist. Du findest es geil, wenn ich zu früh komme, so früh wie es nur geht. Und trotzdem, dass ich bis zum Morgen bleibe, bis nichts mehr steht, bis ich auf dem Schreibtisch einschlafe, nur noch von dir träume. Ich schlafe mit dir, bin in dir, große, kalte Büroräume, dich. Büroklammere mich so fest an dich, dass es wehtut. Mache heftige Arbeiterbewegung, bin Feuer und Glut, streichle deine beiden riesigen Mont Blancs, massiere deinen PowerPoint. Ich bin dein Wacker mit den Tackern, diesem großen Rancher, joint, oh Arbeit. Ich kann mich nicht mehr halten, ich bin so Notebook-geil. Bin der Geschäftsführer, brülle laut, Arbeit, heil, eine 40-Stunden-Woche ist für mich ein ruhiger Vormittag. Und Mittagspausen mache ich nicht, weil ich dich so mag. Ich liebe lieber 24-7 als 90-60-90. Menschen sind mir zu 0815 zu teuer, die 0190. Auch mein Arbeitstag ist länger als 24 Stunden. Ich habe den längsten von allen. Hätte ich Zeit für Facebook, würde mir auch dort nur Arbeit gefallen. Oh, Arbeit, Arbeit, lass es uns weiter und immer weiter treiben. Ich werde mit meiner Zunge 20.000 E-Mails schreiben. Auf deinem nackten Hals wandere ich nach unten. Oral et labora, weitere 24 Stunden mal schnell, mal langsam, mal laut, mal leise. Ich geh ab wie eine Biene in einer Ameise. Wir kommen zum Höhepunkt. Ich mache Überstunden. Irgendwann ist jedes Gefühl für Realität überwunden und wir beide kreisen um die Schreibtischlampe wie zwei Planeten. Arbeit, ich bin deine Schlampe, denn ich bekomme Geld dafür, dass ich dich mache. Vollkommen egal, ob ich dabei weine oder lache, ich gebe meinen Körper her und halt die Hand auf. Du bist mein Goldesel, Arbeit, und du scheißt drauf auf meine Würde, auf meine Person. Doch was kümmert's mich schon, denn du bist mein Licht. Würde ist ein Konjunktiv, aber Arbeit nicht.
Du bist auch der Grund, warum ich nicht an Gott glauben kann. Er hat nur 6 Tage gearbeitet, aber ich stehe mein Mann, denn ich liebe dich. Arbeit für immer und ewig. Ohne dich wäre ich nichts als arm und armselig und das möchte ich nicht. Ich arbeite wie besessen, um dann mit Meterstäben meinen Kontostand zu messen. Es gibt Dinge, die will ich nicht kaufen. Für alles andere gibt es Mastercard. Ich habe mich in dich verliebt. Arbeit und jetzt wird sich gepaart. Ich will doch für immer nur mit dir zusammen sein. Willst du mich heiraten? Sag bitte I.O. und nicht nein, wir wollen uns trauen. Feierlich vor dem Altar im Arbeitsamt und unsere Augenringe werden hereingetragen auf einem Kissen aus Sand. Arbeit aller Länder, vereinige dich mit mir. Ich werde sicher nicht alt werden, aber am liebsten mit dir. Von niemand anderen als dich werde ich sogar Urlaub machen. Dann lassen wir beides in den Flitterwochen so richtig krachen und suchen uns ein schnuckeliges Arbeitslager aus und leben und schupfen dort den Saus und Braus. Allein bei dem Gedanken daran kann ich mich nicht mehr halten. Diese Wollust beeinflusst viel zu stark. Mein Arbeitsverhalten auf meiner Hose sind jetzt lauter weiße Flecken. Doch ich bin stolz drauf und will sie nicht verstecken. Es sind meine Arbeitsabende, es ist Tippex. Ausgelassenen Schreibtisch 6. Oh, Arbeit, du bist klasse. Du hast niemals deine Tage außer am Tag der Arbeit. Aber hör zu, wie ich sage, dass ich dich brauche. Du mich nicht verlassen sollst, dass ich zum Memo-Emo werd, wenn du mir nicht genügend Aufmerksamkeit sollst. Sonst lauf ich mit dem Brieföffner Amok, hinterlasse blutende Leiber. Sonst gebe ich mir die Kugel aus dem Scheiß Kugelschreiber und Arbeit. Arbeit, mein Herz will zerspringen vor Ekstase. Schon die Engel und nicht die Kasse klingen. Mein Vorhof flimmert, ich nehme Beta-Blocker. Sie sind mein Viagra und damit lasse ich niemals locker. Mein Blutdruck ist zwar schon höher als mein Gehalt, aber mein Arbeitseifer ist eine Naturgewalt. Meine Familie kenne ich nur von einem Bild auf meinem Schreibtisch. Sie werden schwarz und weiß, egal. Alle Menschen, die ich liebe, sind auf dem Bild von meinem Personalausweis. Mein EKG ist im Arsch. Der BMW vor der Tür, ich habe es so gewollt, Arbeit, ich danke dir. Arbeit, du weißt, mein Herzschlag schlägt nur noch für den Zahltag. Aber ich bitte dich, Arbeit, lass es weiterschlagen, denn du weißt, der Tod bereitet mir Unbehagen. Tote verdienen nichts, sie sind arbeitslos, bekommen keine Kohle, kein Schottern, kein Moos. Nein, man beißt ins Gras und das war's doch. Arbeit, wie soll ich dich mit Gras im Mund überhaupt noch küssen? Ich will dich aber für immer lieben, wir werden uns was einfallen lassen müssen. Vielleicht könnte ich ja als Rasenmäher arbeiten, während deine sanften Flügel mich ins Jenseits geleiten. Dort erwartet mich dann Satan auf seinem knöchernen Thron und er brüllt mir entgegen. Lebst du noch oder arbeitest du? Guten Abend, meine Damen und Herren, sehr geehrtes Publikum, geliebte Kommilitonen. Schön, dass Sie gekommen sind, um mir heute zuhören zu müssen. Ich werde Ihnen heute etwas vortragen, das Sie nur sehr selten zu hören bekommen. Weder in der Öffentlichkeit, noch in der Politik oder in der Liebe und am allerwenigsten von sich selbst. Das Thema ist denkbar simpel und doch unmöglich zu erfassen. Es lautet Wahrheit. Vielleicht ist die Wahrheit nicht ganz das, was man erwartet, wenn man zu einem Poetry Slam geht. Vielleicht ist es gerade das Gegenteil, das man an einem ausklingenden Abend hören möchte. Aber diesen Teil meines Vortrages, die Fantasie, die Täuschung, die Übertreibung, die Schmeichelei, mein sehr geehrtes Publikum, habe ich mit der Begrüßung bereits abgehandelt. Die Wahrheit ist, dass ich diesen Text eigentlich gar nicht schreiben, geschweige denn vortragen wollte. Eigentlich wollte ich einen ganz anderen Text vortragen. Die Wahrheit ist, dass dieser Plan sich aufgelöst hat, weil der Text zu kompliziert war und niemand Stenkelfeld kennt. Wer kennt Stenkelfeld? Die Wahrheit ist, dass mich das nicht verwundert. Die Wahrheit ist, dass ich im Grunde überhaupt gar keinen Text vortragen wollte. Tatsächlich stehe ich nur hier und schmeiße euch meine Phrase entgegen, weil ich ansonsten keinerlei ECTS-Punkte für das Seminar bekomme. Ich hätte auch einen Satz sagen und dann die Bühne verlassen können. Aber warum hätte ich es euch einfacher machen sollen als mir? Wahrheit ist nie einfach. Die Wahrheit ist mathematisch. Man sagt, jeder Mensch in diesem Saal lügt pro Tag durchschnittlich 200 Mal. Wahr ist, dass diese Zahl absoluter Blödsinn ist. Effektiv sind es durchschnittlich 2 Lügen pro Tag. Die Wahrheit ist, wenn man diese Zahl mit den Wahrheiten in diesem Text kombiniert, habt ihr heute noch eine Lüge frei, um auf 0 zu kommen.
In Wahrheit ist das ungefähr so logisch, wie wenn drei Leute in einem Raum sind und vier ihn verlassen, einer ihn wieder betreten muss, damit der Raum leer ist. Aber was ist Wahrheit noch? Die Wahrheit ist das, was niemand hören will, aber jeder verlangt. Die Wahrheit ist der Grund jeden Streits, die Unterdrückung jeder Zuneigung und das Fundament jeder Lüge. Die Wahrheit ist der Schmutz unter lackierten Fingernägeln, die Fäulnis unter der glänzenden Schale und die Leiche in deinem Keller. Die Wahrheit ist unverständlich. Wahr ist, dass ein ehemaliger Bundespräsident 9.000 Euro weniger pro Monat bekommt als eine Erzieherin im ganzen Jahr. Wahr ist also, dass 5 ehemalige Bundespräsidenten so viel wert sind wie 33 Erzieherinnen. Die Wahrheit ist ungerecht. Wahr ist, dass ein Raubkopierer zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden kann, während ein mehrfacher Mörder nach 6 Jahren wieder auf die Welt losgelassen wird. Die Wahrheit ist grausam. Die Wahrheit ist, dass man sich in Deutschland über ausgesetzte Tiere empört, aber dennoch eine Europameisterschaft unterstützt, für die eine Viertelmillion Straßen und dabei lebendigem Leib verbrannt werden. Die Wahrheit ist scheinheilig. Erinnert ihr euch an die eine Lüge, die ihr noch frei habt? Wahr ist, wenn ihr, dass ihr sie nun dazu verwenden könnt, zu applaudieren. In dem Fall. Danke. In den letzten paar Reihen hört ihr mich gut? Super. Die Motte. Neulich war sie wieder da. Die Motte. Wie wunderbar. Hey Motte, du gehst mir auf den Sack. Komm, hau ab, sonst macht's zack. Und du klebst mit meiner Hand an der Wand. Und wieder hat sie meine Ritter-Sportschoko angefressen. Mir reicht's. Die Nettigkeiten sind vorbei. Das Vieh muss weg. Jetzt gibt's Krieg. Lavendelsäckchen, Mottenkugeln, Nelken, Lorbeer, Mottenpapier, Pheromonfallen, Schlupfwesten. An die Waffen! Mein Zimmer riecht seit diesem Tag wie eine überdimensionale Mottenkugel mit einem Hauch von Nelken und Lorbeer. Im Hörsaal bleibt in letzter Zeit jeder Platz neben mir leer. 2 Wochen sind vergangen. Hab sie nicht mehr gesehen. Sie scheint tot. Wunderbar. Endlich Ruhe. Aber halt! Was ist das? Da an der Wand? Ein brauner kleiner Fleck auf der weißen Wand? Bei näherer Betrachtung sieht er aus wie, ja, wie ein kleines, hoppelndes Kaninchen. Und der direkt daneben, der sieht aus wie die Motte. Sie lebt! Sie lebt! Sie ist hier! Okay, nur die Ruhe. Tief durchatmen. Warum? Warum tust du mir das an? Warum, Motte? Was habe ich dir getan? Es war ausgemacht, dass du gehst, dass wir uns nicht wiedersehen. Antworte mir, hörst du? Da flog sie auf einmal mitten im Gespräch durch die Lavendelwolke und war verschwunden. Okay, bisher war ich zu nett. Ich wollte sie mit dem Gestank nur vertreiben. Aber jetzt tue ich's wirklich. Ich baue die Pheromonfalle auf dass sie kleben bleibt. Und elendig verendet. Ich platziere die Falle auf dem Regal, dunkel den Raum ab und warte, dass sie kommt. Ich warte für Sekunden, Minuten, Stunden. Mein Blick ist starr. Der Vorhang legt sich. Da, sie kommt. Sie fliegt. Sie umkreist die Falle und fliegt. Zu mir? Niemals! Hör ich sie sagen. Ich höre sie reden. Sie kann reden. War das real? Ich glaube, ich werde verrückt. Bin ich wahnsinnig? Ich bin der Verzweiflung schon nah. Sie fliegt indes munter weiter von dannen. In Richtung Schrank. Oh nein! Du bleibst schön weg da! Rufe ich ihr nach. Aber da ist sie schon verschwunden. Ich sprinte, reiß die Tür auf und traue meinen Augen kaum. Meine Ritter-Sportschoko ist ein Haufen kleiner, brauner Krümel. Okay, jetzt hilft nur noch eins. Ruhe, Gewalt! Mit gezückter Fliegenklatsche, bewaffnet, begebe ich mich auf die Suche. Sie hat sich versteckt, das kann ich spüren. Doch ich werde sie finden. Ha, ha! Ich hebe die Pfannen an, schiebe die Blätter der Topfpflanze zur Seite, öffne die Kisten mit den Tassen, reiße alle Klamotten aus dem Schrank, leere den Müll aus. Ziehe wahllos Bücher aus dem Regal, schaue in die Taumuskanne. Aber nichts. Keine Spur.
Ich bin gerade dabei, das Poster von der Wand zu entfernen, als ich einen Luftzug spüre. Direkt hinter mir. Ich drehe mich mit gezuckter Klatsche um. Aber nichts. Sie ist überall. Sie ist überall. Die Motte ist überall. Ich muss sie finden. Da hat sich was bewegt. Hinter dem alten Adventskalender. Ich hab's genau gesehen. Langsam, ganz langsam. Vorsichtig schiebe ich das Teil zur Seite. Sie ist es. Ich hab sie. Endlich bist du. Bam! Geschichte. Ha! Ja! Hey Motte, ich hab's doch gesagt. Du gehst mir auf den Sack. Und dann macht's zack. Jetzt bist du matschig, denn ich hab eine Klatsche. So, ja, kann man mich verstehen? Gut. Kennt das nicht jeder? Ein Thema wird in den Nachrichten besprochen, löst Diskussionen und Debatten aus, aber ein selbst ist es eigentlich kalt. Ja, man macht sich nichts daraus, nicht das Geringste. Bis etwas passiert. Ja, etwas, das einen zum Nachdenken bewegt. Etwas schier Undenkbares. Etwas total Traumatisches. Und dieses Etwas lässt einen eine klare Meinung zum besagten Thema annehmen. Und genau das ist mir neulich passiert. Ich pendle mit dem Auto zur Uni. Und ja, da zählt jede Stunde, Minute, Sekunde, Millisekunde, jede rote Ampel, jedes Stoppschild, jeder... Naja, was ich damit sagen will, ich habe keine Zeit zu verschenken. Da fahre ich also nichtsahnend vor mich hin und merke, wie ich auf einmal immer langsamer und langsamer, ja kriechend langsam werde, bis ich mich schier rückwärts zu bewegen scheine. Den Grund dafür bemerke ich im Auto vor mir. Denn vor mir ist eine ältere, zerbrechliche Dame, die schon beim Umspringen der nächsten Ampel einen Herzinfarkt erleiden könnte. Oh je. Aus dem Rückspiegel ihres Wagens sehe ich zusammengekniffene Augen, die mich durch etwa 30 cm dicke Brillengläser anschauen. Ihre Brillen docken fast an der Frontscheibe an. Mir schwant Böses und innerlich höre ich mein Navi schon sagen, voraussichtliche Ankunftszeit in 3 Jahren, 10 Tagen und 12 Stunden. Ich werde nervös, doch eine Überholmöglichkeit sehe ich nicht. Kurvige Straße, Gegenverkehr, durchgezogene Linie, Gegenverkehr und kurvige Straßen. Also muss ich den Fuß vom Gas nehmen und lasse mein Auto rollen. Ja, rollen, denn zu viel mehr reicht es leider nicht. Ich wurde also immer aufmüpfiger und trieb den Mercedes C-Klasse, der eigentlich doppelt so schnell fährt wie mein Opel Popel, vor mir her. Ja, auch die Seniorin schien das zu bemerken und handelte völlig überraschend wie folgt. Sie ließ ihr Fenster runter und streckte ihren Mittelfinger, der aussah wie ein alter verknorpelter Ast, hinaus. Grinste hämisch. Verdammt! Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Blair Witch vor mir, geschätzte 1000 Jahre alt, wurde gemeingefährlich. Ganz nach dem Motto, wozu ein Gaspedal verwenden, fuhr sie also mit bösartigem Blick vor mir her. Studenten wie ich sind schließlich noch jung, ohne eine einzige Falte, kein graues Haar. Wir haben massig Zeit. Faszinierend, da hatte ich wahrscheinlich den letzten lebenden Dinosaurier entdeckt. Doch Autofahren war allen Anschein nach nicht seine Stärke. Da fange ich an abzuschweifen, es kommt mir ein Lied in den Sinn. Da 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 da. Im Auto vor mir sitzt eine alte Oma. Sie ist allein und sie scheint alt zu sein. Ich kenne nicht ihren Namen und ich kenne auch nicht ihr Ziel. Doch ich merke, es ist ihr eigentlich viel zu viel. Oh ja, und sie denkt, was will die blöde Schnepfe hinter mir nur? Gleich bremse ich und sie fährt hinten rein. Die Blondierung ist dir sicher schon in den Kopf gestiegen. Die ist wahrscheinlich dümmer als ein Stein. Ja, ich musste sogar schmunzeln. Doch als das Auto vor mir abrupt bremste, wurde ich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und da fuhr ich nun hinter einer Frau, die sich mit der Leichtfüßigkeit und dem Elan eines Fortiers hinfortbewegte. Ja, leider genau in diesem Tempo und ganz nach der Devise auf keinen Fall Aufmerksamkeit erregen und so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Vielleicht hätte ihr jemand sagen sollen, dass dies im Straßenverkehr genau den gegenteiligen Effekt erzielt.
Denn in der kilometerlangen Schlange hinter mir versuchte jeder die Ursache für den Stau herauszufinden und ärgerte sich dumm und dämlich. Da dachte ich also, es geht nicht mehr schlimmer, doch das Leben belehrte mich. Schlimmer geht immer. Denn in dem Moment kam ein Fahrradfahrer wie aus dem Nichts geschossen und fuhr mit gefühlter Lichtgeschwindigkeit an uns vorbei. Im Radio hörte ich dabei die Nachrichten, über uns wurde schon berichtet. Auf der Landstraße in Richtung Sindelfingen wurde soeben ein Kilometer langer Stau gesichtet. Die Ursache scheint bisher unerklärt zu sein. Die Polizei sucht verzweifelt nach Hinweisen. Ja, verdammt, in dem Augenblick erkenne ich die Chance, endlich zu überholen, denn die Straße wird zweispurig. Ich drücke aufs Gas, als ob es um mein Leben ginge. Geschafft. Im Augenwinkel sehe ich beim Vorbeiziehen den empörten Blick der Rentnerin. Die schreckliche Jugend von heute. Wie kann sie es wagen, mit 80 auf der Landstraße zu fahren? 30 ist doch völlig in Ordnung. Ja, ich bekenne mich schuldig. An der nächsten Ampel stoppe ich und voller Schrecken, Empörung, erkenne ich das Auto, das neben mir heranfährt, wieder. Gerade überlege ich, beide Fenster hochzukurbeln. Doch da war es schon zu spät. Der Dinosaurier sprach zu mir. Mit so einer Musik kann keiner gescheit Auto fahren. Und sie, die Jugend heutzutage, kannst du nicht ein bisschen leiser machen? Wenn sie auf den Bus umsteigen können, gerne. Hä? Ich rollte genervt mit den Augen. Unverschämtes, dummes Gör! Heute Neuling, du erst einmal richtig das Auto fahren, du Bolk. Wer mit dem Auto fährt, will für gewöhnlich irgendwo ankommen. Ich will mir nicht ins Grab fahren wie du. Also ins Grab haben sie es eh nicht mehr weit. Das hatte gesessen. Die Ampel schaltete auf grün und in dem Moment mobilisierte sie all ihre Kräfte, die sie über Jahrhunderte gesammelt hatte. Kiss mein Auspuff, Bitch! Die letzten Worte, die ich hörte, bevor sie aufs Gas drückte und davon rauschte. Mit einer halben Stunde Verspätung, meinem ersten grauen Haar, einer Sorgen- bzw. Zornfalte, komme ich schließlich an und seit jedem Tag bin ich ein Befürworter der Fahrtüchtigkeitstests bei Senioren. Dankeschön. Gut, also ich sag's gleich, ich habe keinen Titel, fang direkt an. Sorry. Irgendwann lässt es nach. Okay. Wir sitzen hier und trinken Astra von schwäbischen Bierdeckeln. Na, das passt ja. Es ist düster. Man muss dazu sagen, wir sitzen im Keller. Allein. Alle anderen Anwesenden verfolgen gespannt das Spiel Chelsea Barcelona im Raucherraum nebenan. Ich würde gerne mal nach Barcelona für Chelsea oder auch einfach nur Prost, sagt der Bierdeckel. Und ich nippe an meinem Astra-Rotlicht. Fühle mich verrucht dabei. Die Hamburger identifizieren sich ja gerne mit ihrer Rotlichtszene, weil sie es können, denke ich. Ich bin nämlich keine Hamburgerin. Macht auch nichts. Ich trinke weiter. Meine Mitbewohnerin, welche die zweite Hälfte des Bier ausmacht, beobachtet mich gelangweilt. Versuche sie zu ignorieren und eine Beziehung zu meinem Bierdeckel zu beginnen. Aber er gibt nichts von sich außer Prost! Davon angespornt trinke ich weiter. Ich halte die Beziehung zwischen meinem Bierdeckel und mir für nicht sonderlich befriedigend. Ich glaube, wir passen auch nicht gut zusammen. Es hapert an der Kommunikation. Und wegen ihm trinke ich nur schon mein zweites Bier. Sehe mich in Gedanken schon bei den AAs sitzen und sagen, ich versuchte eine Liebesbeziehung zu einem Bierdeckel zu beginnen, welche auf Bier gründete, welches ich trank, und er hielt mich nicht davon ab. Nein, sage ich. Und meine Mitbewohnerin fragt, was? Ich ignoriere sie und beschließe im Geheim, mich vom Bierdeckel zu trennen, bevor es zu spät ist. Aber das ist ja auch alles. Ich trinke hier und sitze Astra. Von Bierdeckel schwäbisch. Ja, das passt. Na. Trotzdem nordischem Bier mit bayerischer Abneigung. Wundere mich über die emotionslose Art Fußball zu schauen, der Menschen in der Räucherkammer nebenan. Wir gehen in die Comic-Ausschnitte, die als Tapetenersatz dienen, zu betrachten und wünschen, ein Superheld zu sein. Wollen wir spazieren gehen? Fragt meine Mitbewohnerin. Prost! Ich bestelle ein weiteres Bier. Zwinge mich gefühlt, keinen Tropfen zu verschenken. Fühle mich schwäbischer als der Bierdeckel. Oder vielleicht bierdeckeliger als die Schwaben. Ich frage mich, was ich hier mache und merke, dass meine Mitbewohnerin neben mir sitzt. Sie ist aus Hamburg. Ich wäre gerne aus Frankreich. Hat Frankreich eigentlich gute Fußballvereine?
Schweden hat schöne Frauen und was machen wir jetzt? Unterbreche ich mich selbst. Bring dein Bier aus, antwortet meine Mitbewohnerin. Ich trinke. Sehe Gedanken schon bei den AAs sitzen und sich von ihr trennen. Sie ist Single, interessiert mich aber nicht. Bin auch Single, hab mich ja vom Bierdeckel getrennt. Wenn 7 Milliarden Menschen auf der Welt leben, wie viele sind dann wohl? Ich versinke in Bier und fühle mich Astra. Bierdeckel stinken, ich bekomme gleich einen Raster. Es ist immer noch düster, sitzen immer noch im Keller. Mein Bier ist leer, kann nicht mal mehr trinken. Bin deprimiert. Finde es alles sehr logisch. Ebenso Batmans Zwinkern in meine Richtung. Bin erstaunt und beeindruckt davon, dass diese Kneipe bewegliche Wände hat. Das ist mir bisher nicht aufgefallen, aber uns beschäftigt. Muss unheimlich viel Geld gekostet haben. Lehne mich zu meiner Bierbewohnerin rüber und fordere sie auf, laut Wuhu zu rufen, während wir unsere Hände wie in einer Luftdarwanne die Acht werfen. Sie kommt verstört. Werde schon wieder wütend. Ich finde das respektlos dem Architekten dieser Interaktivbau. Finde eh alles scheiße. Wünsche mich weit weg und rufe laut, als wäre ich Superman. Auf und davon! Scheint funktioniert zu haben. Ich stehe vor meiner Haustür. Sehe aufgrund der Tatsache, dass ich des Beams mächtig bin, darüber hinweg, dass ich nicht allzu weit gekommen bin. Habe meinen Schlüssel beim Beam vergessen. Ich schaue das Schlossfenster an und hoffe, dass meine neuen Superkräfte dazu ausreichen, die Tür zu öffnen. Ich merke, dass ich auch meine Kronen vergessen habe. Nach 3 erfolglosen Versuchen, die Tür mit einem bösen Blick in die Luft zu sprengen, fällt mir ein, dass mein Mitbewohner auch einen Schlüssel gehabt hätte. Egal. Es gibt Momente im Leben, da muss man Prioritäten setzen. Ich umarme die Haustür und versuche sie mit überschwänglicher Liebe in die Flucht zu jagen. Ich hoffe, Mitbewohnerinnen und Bierdeckel werden genauso glücklich wie Haustür und ich. Und ich schlafe langsam in den Arm meiner Haustür ein. Ich lag im Gras, die Sonne schien und vor uns hofften sich 2 Schulkinder. Das sah total ulkig aus. Der Dünne tanzte in den Dicken und bewachte mit Stöckchen. Wenn du mich noch einmal abwehrst! Nein. Ich schrieb das Protokoll weiter und Tom kämpfte mit der Hitze. Aber der ist auch ein Idiot. Langärmliches Hemd und lange schwarze Hose. Als ich dann mit den Protokollen fertig war, packte ich meine Sachen zusammen und hinter mir ein Hagebuttenstrauch. Oh ja, diese grünen, unreifen Beeren. 8 Meter Entfernung. Bam! Headshot! Und wie die wieder fette abgeht! Der denkt, was war denn Dünne? Und wie die sich fertig machen! Double kill! Rampage! Plötzlich, Tom dazwischen. Ich versuche ihn mal möglichst authentisch wiederzugeben. Hey, benehmt euch, schlagt euch woanders und dann zu mir. Das war aber fies. Das war geil! Mann, schämst du dich nicht? Mann, werd doch endlich mal erwachsen. Ja, ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tom, das hatten wir schon. Jetzt fang nicht bloß an, mit Papst und Gott in einer Persönlichkeit zu verkörpern,
Sonst lass ich mich selig sprechen und dann hast du nichts mehr zu melden. Aber du musst doch irgendwie an ein paar moralische Grundwerte glauben. Nein. Aber das ist doch nicht dein Ernst, dass du so primitive Wertvorstellungen hast und einfach nur deinen Gelüsten nachgehst. Tom, wer hier die primitive Wertvorstellung hat, das sehen wir ja gleich. Du kaufst einfach jeden Scheiß den Pfaffen ab und verkaufst den dann als einzig wahrer Weg, ne? Ich hinterfrage jeden Scheiß mit Gehirn und so, ne? Und ich lasse die Möglichkeit bestehen, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Und mein Weg geht gerade an dem Punkt vorbei, dich zu dissen. Bäm! Ihr hättet Tom in den Augenblick sehen. Verschwitzt, von der Sonne geblendet und gedisst. Das sieht so eine Grimasse. Ich könnte mich bepissen, ey. Was war dann nicht mehr los, ja? Und wo führt dich dein Weg hin? Was ist dein Ziel? Das Ende deines Wegs? Du machst keinen Unterschied zwischen Gut und Böse. Die Definition von Böse. Böse! Ha! Mann, vielleicht bin ich nach deiner Ansicht böse. Es ist eine subjektive Meinung. Und übrigens, auch danach bist du genauso böse. Denn hast du nie was Schlechtes getan? Nein! Du verstehst es nicht! Wenn ich was falsch mache, dann schäme ich mich dafür! Und genau das ist dein Problem! Das ist der Grund, warum du schon immer an Außenseite warst! Und diese abartige Kurzsichtigkeit! Boah! Und das ist der Grund, warum du keine Freundin hast. Ja. Und das Hulki? Jetzt fängt der an, noch zu flennen, ey. Hä? Oh Mann, wenn ich jetzt dein Weltbild umkrempel, dann muss ich jetzt nicht den Waschlappen spielen, ne? Ja. Muss ich jetzt nicht alles so persönlich nehmen, ne? Ja, eigentlich. Ich legte K, die Sonne schien. Tom drehte sich mit dem Rücken zu mir und zwischte sein Gesicht in den Ärmel ab. Die zwei Schulkinder aßen das Snack. Ja, die Versuchsprotokolle lagen neben mir. Aber Tom war schon weg. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Die Tür ist zu. Nur noch 5 Minuten und ausgerechnet jetzt fällt mir nichts mehr ein. Dabei zählt die Welt doch auf Major Future. Komm, denk schon, jetzt kommt es auf dich an. Denk, nur noch 5 Minuten, dann wird Dr. Evil die Schiebetür auf der anderen Seite dieses Verlieses öffnen und dann werden sich wilde Krokodile, gefräßige Piranhas oder eklige Kobras über dich hermachen. Ich hasse Schlangen. Oder wer weiß, was das sonst noch Ekliges dahinter ist. Okay, denk nach. Wie kommst du hier raus? Was gibt es hier? Die Eisentür, durch die ich hier reingebracht wurde? Die Schiebetür? Wände ohne Putz? Kein Fenster?
Bei Fenster muss ich immer daran denken, wie ich früher immer am Winteranfang mit meiner Schwester vor dem Fenster saß und ihr den ersten Schnee zugesehen haben, wie er die Landschaft langsam weiß gefärbt hat. Wir saßen zusammen am Fenster und haben uns gefreut, bald rauszugehen und darin herumzutollen. Aber ich schweife ab. Wo war ich? Ach ja, genau, ich muss einen Weg hier rausfinden. Aber Dr. Evil hat an alles gedacht. Naja, vielleicht kann ich die Eisentüre ja mit meiner Future-Kraft aufstellen. Nein, kann man vergessen. Die ist mit Diamant-Platin-Legierung beschichtet, die Schmiede. Unkaputtbar. Aber vielleicht kann ich mit meinem Future-Blick die Wände nach potenziellen Schwachstellen absuchen. Oh nein, Anti-Future beschichtet. Ich sehe nicht, ich stecke hier fest, also muss ich mir irgendwas ausdenken. Und zwar schnell. Es muss doch irgendwas geben, wohin. Was war das? Schritte. Und die kommen hierher. Die sind ja schon fast da. Nur noch ein paar Schritte. Nein, nur noch ein paar Schritte muss jemand daran denken, wie ich früher immer mit aufs 5-Meter-Brett klettern musste als 13-Jähriger. Obwohl ich doch Höhenangst hatte. Aber es haben halt alle Jungs gemacht und dann will man natürlich nicht wie ein feiges Huhn da stehen. Also ich auch mit hoch und dann musste ich nur noch ein paar Schritte und dann freier Fall bis zum Wasser. Und wenn man da falsch aufkommt, dann kann es natürlich auch ganz schön fetzen. Fetzen höre ich jetzt auch. Sprachfetzen. Unter der Tür. Aber ich kann nicht genau erkennen, was gesagt wird. Oh, sie geht auf. Dr. Evil. Sofort erkennbar an seiner Hornbrille, an den Lederaufnähern auf der Tweedjacke und an den wenigen Haaren im Seitenscheitel. Die Tür ist noch offen. Vielleicht kann ich an ihm vorbeirennen. Mit meiner Future-Geschwindigkeit. Und egal wie viele da draußen sind, vielleicht kann ich sie überwältigen. Und dann kann ich mich aus dem Gebäude kämpfen. Und die Welt kann vielleicht doch noch gerettet werden. Ich muss jetzt nur auf jeden Fall eins. Schnell handeln. Nicht zögern. Und die Tür ist zu. Und Dr. Evil reicht mir die Hand. Sieht mich freundlich an. Was soll das jetzt? Herr Keller, es freut mich, dass Sie es einrichten konnten. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob einrichten das richtige Wort ist. Was spielt er jetzt? Warum nennt er mich Keller? Er kennt meine wahre Identität. Wie viel weiß er noch über mich? Dr. Evil ist undurchschaubar und er ist zu allem fähig. Er hat alles gelesen und kennt alles. Dr. Evil ist eigentlich auch Dr. Evil. Aber er sagt der Einfachheit halber, reicht auch. Dr. Evil, er ist da nicht so. Aber was will er jetzt von mir? Sie fragen sich sicher, was ich von Ihnen will. Möglich. Sie haben mich mit den 3 Seminaren, die Sie bei mir belegt haben, wirklich überzeugt. Bei mir wird im Sommer eine Doktorandenstelle frei und die würde ich Ihnen, Herr Keller, gerne anbieten. Ich hatte es befürchtet. Er will mich auf seine Seite ziehen. Aber das kann er vergessen. Ich werde mich ihm niemals anschließen. Das können Sie vergessen. Ich werde mich ihm niemals anschließen. Herr Keller, alles in Ordnung? Nochmal 4-5 Jahre an der Uni, ohne mich. Aber Herr Keller, es steht Ihnen doch danach immer noch alles offen. Und Sie profitieren doch mehr davon als ich. Ich will doch nur Ihr Bestes. Das können Sie vielleicht meiner Oma erzählen. Wissen Sie was, bei Oma fällt immer meine Oma ein, wie ich mal beim Bingo-Spielen auf einem Campingplatz mit ihr zusammen ein Fahrrad gewonnen habe. Das war zwar nur so ein billiges Eingangsfahrrad, aber es war trotzdem eigentlich, würde es denn ausmachen, kurz beim Thema zu bleiben. Natürlich, kein Problem. Ich finde Ihre Reaktion ehrlich gesagt sehr verwirrend. Meine Reaktion finden Sie verwirrend. Hören Sie auf, Spiele zu spielen. Was ist hinter Tor 2? Was erwartet mich da? Naja, Ihre Zukunft, Herr Keller. Ihre akademische Zukunft. Was meinen Sie? Meine akademische Zukunft besteht aber nicht zufällig aus Schlangen, oder? Was? Noch einmal, was ich Ihnen anbieten will, ist gegebenenfalls langfristig sogar meine Nachfolge im Kollegium. Ich halte große Stücke auf Sie, Herr Keller. Ich sage Ihnen nochmal, kommen Sie
Auf die dunkle Seite. Sie werden mich niemals bekehren, Doc! Er wird mich niemals bekehren. Er wird mich niemals bekehren. Warum sieht er jetzt so verwirrt aus? Für einen Moment sieht Dr. Evil gar nicht aus wie Dr. Evil, sondern einfach wie Professor Baumgartner. Das Dunkle verließ, sieht plötzlich aus wie ein ganz normales Professorenbüro. Bücherregal, bisschen verstaubt, Schreibtisch, Computer, Fenster mit Blick nach draußen. Und vor mir sitzt Professor Baumgartner, bei dem ich meine Magisterarbeit geschrieben hatte und der mir eine Promotionsstelle angeboten hat. Er sieht verwirrt aus. Es muss sich um Dr. Evils Illusionsstrahl handeln. Aber mit meiner Willenskraft kann ich ihn überwinden. Mit meiner Willenskraft kann ich es schaffen. Oh, und ich bin wieder in dem kleinen Verlies. Und Dr. Evil steht mir gegenüber und Prinz triumphiert. Ich weiß, er muss die Fernbedienung für den Illusionsstrahl bei sich tragen. Sicher in der Jackettentasche. Damit muss er alles hier steuern. Die Türen, die Schlösser, alles. Das war dein Fehler, Dr. Evil. Du hast dich zu sicher gefühlt. Mit meiner Future Power stürze ich auf Dr. Evil zu, der einen solchen frechen Frontalangriff nicht erwartet hat. Ich entwende ihm die Fernbedienung, öffne die Eisentüre, stürze hinaus und lasse sie ins Schloss fallen. Die Fernbedienung? Von drinnen rüttelt Dr. Evil an der Tür seines Büros. Herr Keller, was ist nur hinzugefahren? Lassen Sie mich sofort hier raus. Nein, nein, Sie können schön da drin bleiben, bis die Polizei kommt und Sie abholt. Diese Tür ist und bleibt zu. Und die Welt ist einmal mehr gerettet. Major Future triumphiert. Und ich gehe dem Sonnenuntergang entgegen. Der Horizont, die einzige Grenze. Hallo? Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Mein erstes Gedicht fängt einfach so an, ohne Titel. Der Wohlstand stand in meinem Zimmer, bis ich darüber stolperte. Nun liegt er quer im Scherben, Schimmer und klagt, dass ich ihn foltere. Was bin ich noch, fragt er konkret, als Wohlstand, der nun nicht mehr steht. Was stellst du dich auch in den Weg, Veilchen an, während er fleht? Los, hief mich hoch, sonst ist es zu spät. Denkst du, dass ohne mich was geht? Ernsthaft, verdrehe deine Augen. Bald schätzt du wieder meinen Schein, dann wirst du betend an mich glauben, allein in deinem Unwohlsein. Ich denk, dein Weltbild ist verkehrt, denn ich bin wirklich sehr begehrt. Ich brülle, was mich das denn schert? Doch hat er mich beinahe bekehrt. Unschuldig schaut er, wie ein Lamm. Verführt gehe ich näher ran und pack ihn leicht geekelt an. Er hat mich schon, bemerke ich dann. Wellenreiter. Wir sind doch Wellenreiter. Wenn Tropfen des Regens mit der Strömung tanzen, im dreckigen Fluss, der sich träge voranschleppt, und Tauben kacken die Brücke herab und die Kacke verliert sich im Wasser. Wie unsere Gläser sich klirrend begegnen, belustigt der Wein überschwappt, wage ich kurz einen Blick zu dir rüber in diesem verrauchten, dreckigen Pub. Und der Wein kreist im Glas und das Glas kreist im Pub und ich kreise in deinem Arm. Und du fragst mich, wollen wir nicht Wellen reiten, dorthin, wo wir nie zuvor waren? Da steigen wir schon in die Schaukel der Zeit, wagen uns höher zu schwingen, rein in den Nebel und drüber hinaus dem Kabinett aus Spiegeln drin, bis wir nur vor den Unsrigen stehen, uns endlich erkennen, den Widerstand spüren, der uns alleine noch hält. Doch wir sind Wellen und schwappen über den Rand. In meiner Tasse Tee, die nach zu langer Nacht von mir schwankt und wankt, sehe ich uns beim Wellenreiten ganz vorsichtig im Kamillendampf, nachdem ein Kristall aus Kandiszucker in den Tiefen der Tasse versank. Wir träumten einmal vom Wellenreiten, als wir im Sommer im Zelt verweilten und spürten den Wind sanft gleiten am dünnen Stoff.
Am feuchten Boden, da lagen wir feucht im Grasdunst, der um uns entwich. Mit knackenden Stöcken und knisterndem Feuer, die Nacht sich durch Ritzen schlich. Und weiter will ich Wellen reiten, ich spüre die Welle, dünn wie Papier. Bis eine Schere die Welle zerschnitt, sie dann fügte zu einem Kreis vor mir. Ich ritt auf dem Kreis oder rannte vielmehr in ihm, als wäre ich eine Ratte. Und ich wollte springen, ich wollte so sehr weg von der Angst, die ich hatte. Wir wollen nicht mehr Wellen reiten, wenn wir an der Klippe stehen. Vor uns die Wellen sehen, wie sie entstehen, vergehen und uns festhalten nur an uns. Dann fallen und fliegen im Wind. So. Sind wir wieder am Start? Ja, es gibt auch so andere Seiten der Liebe und scheinbar wissen das einige nicht. Es geht um Folgendes. Ich will es an einem Beispiel festmachen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so in einer Fernsehzeitung rumschaut, da steht bei manchen Filmen ja dabei, nichts für Schwache laufen. Und irgendeinem gewissen Punkt muss man sich dann schon fragen, was ist eigentlich das Genre für Schwache laufen? Für das habe ich quasi eigentlich nicht geschrieben, weil muss es ja auch geben. Das ist eine tolle Nische, in die man da eindringen kann. Und mir geht es letztlich darum, dass Kitsch nicht, wie die meisten denken, oberflächliche oder schlechte Kunst ist, sondern einfach der Shit, wenn man so will. Also Tauminen zu bemühen oder was auch immer. Und dann halt habe ich das Gedicht Kitsch und Frieden genannt. In Anlehnung an Tolstois Werk, das ich nie gelesen habe, aber ich habe immer Überschriften, um unglaublich klug zu wirken. Das könnt ihr auch machen, den Tipp gibt es und so. Deswegen Kitsch und Frieden. Meine Brille ist nicht rosa-rot, sondern ultraviolett. Ich sehe diese Welt unterstrichen kursiv von Fett Times New Roman wird zu Winding. Because the times, they are changing. Überall herrscht Friede, Freude, Eier suchen wie an Ostern und Weihnachten mit Geburtstagskuchen. Alles auf der Welt ist schön und in 3D. Ich liebe das Leben und alles, was ich sehe. Doch leider bin ich mit dieser Ansicht allein und würde am liebsten Forrest Gumps Mama anschreien. Das Leben ist nicht wie eine Schachtel Pralinen. Das Leben ist kein Essen, man darf damit spielen. Doch in der Spielung entärgere dich wirklich gut und verfolgen das Triviale wie in Trivial Pursuit. Aber es gab dann eine Zeit, da gab es noch Zeit für Rosen, Kerzen und Sinnlichkeit, damals schrieben wir Gedichte noch in Worten. Heute schreiben wir sie in Word an Orten, an denen man kaffeefremde Namen gibt. Und unsere Latte kommt aus dem Starbucks oder aus der Frau, die man liebt. Früher schworen wir uns nach einem Schiffbruch noch die ewige Liebe. Er im Wasser und sie auf der Tür, es siebten die Triebe. Heute machen wir das nicht mehr, weil uns alles egal ist. Und die Costa Concordia singt stillos wie Costa Cordalis. Früher wollten wir noch Astronauten und Prinzessin werden, wir träumten von Mondlandungen und rosa goldenen Pferden. Heute fehlen uns dazu der Mut und die Fantasie, wir hassen Aufnahmeprüfungen und die Monarchie. Jetzt ist der König tot und die Prinzessin auch. Nur wir sitzen im Burger King und kriegen den Bauch, tragen Kronen aus Pappe und finden das Blut. Wir können nicht sehen, aber halten uns für gut bestückt. Wir sind so königlich wie ein Royal TS und Geschmack ist King und wir lieben es. Wir wollen Prinzen sein, doch sind höchstens Prinzenrollen. Verdrehen keiner Frau den Kopf, sondern lassen ihre Augen rollen, denn unser Schimmel ist kein Pferd, sondern im Bad. Und wir haben auch nicht gegen Drachen, sondern sind einfach
Fahrt. Wir sehen heute lieber fern, als jemandem nah zu sein. Denken, wir sind zwei bei Calvas und deswegen nicht allein. Doch wir Dame jagen wie Batman den Joker. Stattdessen sitzen wir allein da und spielen Internet-Poker. Wir blocken uns dabei selbst und warten auf den Royal Flush. Doch der König bleibt tot und wir bleiben lasch. Wir haben verlernt, wirklich romantisch zu sein, sagen viel zu selten ja und viel zu oft nein. Wir bliesen das Candlelight aus und eilten davon. Alles, was blieb, ist ein Coke Light Dinner for One. Und unser Ich liebe dich klingt mehr nach Thank you for trembling this day. Wenn wir Gefühle ausdrücken wollen, dann mit unserem Geschlechtsorgan. Doch wer ohne Kopf und Nagel trifft, auch den Nagel nie auf den Kopf. Und am Ende bleiben wir alle ein Deckel ohne Topf. Aber wer will schon allein als Deckel enden? Also jammern und heulen wir in kurzen Abständen. Doch Reden ist Silber. Leben ist Gold, Schweigen ist Scheiße, Spannung ist Volt, Stärke ist Schwäche, Leistung ist Watt. Am Bug der Titanic findet wahres Leben statt, aber wir sitzen mitten im Ozean allein auf unserer Tür. Das Schiff ging unter, wir sagen, wir konnten nichts dafür. Wir können auf Eisberge zum Schmelzen bringen, nur wir haben uns geweigert, My Heart Will Go On an der Reling zu singen. Wir haben uns geweigert, weil nur tote Fische mit dem Strom schwimmen. Jetzt schwimmen wir tot zwischen Fischen, anstatt Berge zu erklimmen. Du spieltest Cello und wir Schiffe versinken und vergessen aber völlig an Goethes Faust zu denken, denn Kitsch ist der Kitt, der diese Welt in ihrem Innersten zusammenhält. So ist auch Kitsch des Pudels Kern, denn jeder Mensch hat Pudel gern. Ohne Kitsch wäre auch der schönste Pudel nichts als ein grauer Wolf im Wolfsrudel. Und das allein ist der Sinn des Kitsches, the American Dream, from Pecs to Riches, vom Wolf zum Pudel, von Omega zu Alpha, ob Huhn oder Ei, der Kitsch war schon immer da. Und damit das so bleibt, rufe ich auf zur Romantikrevolution als Gegenbewegung zur gängigen Gesamtsituation. Wir werden uns bewaffnen und zack, vergießen alle Weine aus dem Tetra-Pack, auf das sich färben alle Meere und Flüsse blutrot von dieser Lidl-Lambrusco-Pisse. Der Mensch wird zum Dienst an der Gitarre gezwungen und dann wird am Lagerfeuer Wonderwall gesungen. Danach zerstören wir Kraftwerke und die Elektrizität, weil Romantik nur beim Mond oder Kerzenschein geht. Quickies verbieten wir bei Höchststrafen, wir hören trotzdem noch zu den Guten. Quickies sind nichts Schlimmes, aber ein Spiel dauert nun mal 90 Minuten. Dann schaffen wir Facebook ab und führen echte Gesichter wieder ein. Willst du die eine Liebe meines Lebens sein? Bestätig und stell dir vor, es ist Krieg und alle gehen hin. Alle schießen sich tot, bis nur noch du und ich übrig sind. Und dann klauen wir ein weißes Hochzeitskleid. Denn du bist Bonnie, ich bin Clyde, du bist Barbie, ich bin Ken. Alles ist so, yes, we can. Alle kratzen noch nur an Wolken, aber wir greifen nach Sternen. Wir sind keine Knicklichter, wir sind Laternen und springen über bunte Blumenwiesen wie Bambi mit einem Lächeln im Gesicht, wie Mahatma Gandhi. Fühlen uns wie Romeo und Julia im Teletubbieland. Fühlen uns wie 130 Milliarden Euro in Griechenland. Überflüssig, aber so gigantisch groß. Das Leben ist geil. Wir sind ein Floß und schwimmen auf der Wellenlänge, die wir teilen. Bestehen zwar nur aus Stämmen und Seilen, doch setzen uns die Schaumkronen der Begeisterungswellen auf. Steigen auf den Traumthron und drehen nochmal den Swag auf. Und auf das Meer hinaus flüstern wir zwei Tönig. Der König war tot. Es lebe der König. Danke. Das heißt Dr. Balduin Graf und Frieden. Das ist jetzt das 17. Kapitel und nicht wundern, ich bin heute zu zweit hier auf der Bühne. Ihr werdet es gleich merken. Dr. Balduin Graf und Frieden. Es klopft an meiner Tür. Ich mache auf. Da steht ein Pinguin. Guten Morgen. Ich bin Dr. Balduin Graf. Es freut mich, Sie. Sie? Sie sind ein Pinguin. Ihre schnelle Auffassungsgabe ist bemerkenswert, muss ich schon sagen. Was wollen Sie hier? Es ist Samstag. Es ist 6 Uhr morgens. Es ist Wochenende. Ich bin wegen der Annonce hier. Annonce?
Sie suchen doch einen Mitbewohner, oder? Ja, schon, aber Sie sind ein Pinguin. Wissen Sie was? Nee. Sie sind kein Pinguin. Ja, super witzig. Und weiter? Ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber kann es sein, dass Ihre Diskriminierung auf rassistischem Gedankengut basiert? Unerhörlich! Wie können Sie mir sowas sagen? Ich war doch einfach nur verblüfft, weil, ja, wie gesagt, Sie sind ein Pinguin und Sie standen vor meiner Tür. Ja. Sie haben also keine Probleme mit meiner Hautfarbe? Nein, ich habe keine Probleme mit Ihrer Hautfarbe. Ich habe keine Probleme mit Schwarz oder Weiß oder auch Schwarz-Weiß. Darf ich nur reinkommen? Ja, wenn es sein muss. Der Pinguin betritt meine Wohnung und er schaut sich um. Er geht von Raum zu Raum und er bleibt stehen im Badezimmer. Er betritt es und er dreht einfach den Wasserhahn auf, nur um ihn gleich wieder zu schließen. Puh, Glück gehabt. Ich dachte schon, Sie hätten kein fließendes Wasser zur Verfügung. Wieso das denn? Wegen Ihrer äußeren ungepflegten Erscheinung. Sie haben echt einen Vogel, hier so aufzutreten und so Sachen zu sagen. Ich habe keinen Vogel. Ich selbst bin ein Vogel. Ja, das macht es aber auch nicht besser. Werden Sie jetzt etwa doch diskriminiert? Ich wusste es. Ich als Hochbegabter, ich habe es nicht leicht unter den Normalsterblichen. Jetzt hören Sie endlich auf mit Ihren blöden Kommentaren. Na. Nicht so unfreundlich. Ich kann nichts für meine Wortgewandtheit und Auffassungsgabe. Der Herr segnete mich mit reichlich Intelligenz. Und schon Konfuzius sagte, nur die Weisesten und die Dümmsten, die können sich nicht ändern. Ich bin sozusagen zur Intelligenz verdammt. Ja, wenn das so ist, ich glaube, dann passt es so zwischen uns nicht ganz. Also ich würde Ihnen empfehlen, am besten die Fliege zu machen. Ich bin zwar ein Vogel, aber leider flugunfähig. Fliege machen geht demnach nicht. Ja, da kann ich aber nachhelfen. Ich muss schon sagen, Sie sind ganz schön schlagfertig. Ja, und es fehlt nicht mehr viel und dann landet meine Faust in Ihrem Gesicht. Oh, ich dachte, Sie scherzen, aber Sie wollen mir wirklich Gewalt antun. Wollen nicht, aber die Umstände... Hören Sie bitte auf! Ja, es ist unangenehm, oder? Wenn man in eine Ecke gedrängt wird. Wenn das der Fall wäre, ja, aber ich befinde mich in der Mitte des Raumes. Oh, Konfuzius hat echt recht. Sie sind der lebendige Beweis, dass die Klugen sich nicht ändern können. Wozu sollte ich mich auch ändern? Ich, Dr. Baldwin Graf, habe schon so vieles erreicht in meinem Leben. Ich bin Doktor der Humanmedizin und ich werde meinen Weg weiter verfolgen. Ja, nur zu dumm, dass Sie jetzt einen Schritt zurück machen müssen. Ja, Sie meinen? Bitte drehen Sie sich einmal um 180 Grad und folgen dann dieser Geraden, bis Sie das rechteckige Bild erreichen, die Türe. Und falls Sie nicht hinkommen, weil Sie so klein sind, ich hebe Sie gerne hoch. Bitte, nicht schon wieder. Ich war schon bei 17 Wohnungsbesuchen in dieser Woche und Sie sind der Letzte auf meiner Liste. Ja, woran das wohl liegen mag? Ja, die anderen sind schuld. Nein, nicht die anderen. Sie sind es. Sie haben, ich wollte Ihnen noch was sagen, Sie haben von allem viel zu viel. Bitte geben Sie mir noch eine Chance. Wenn ich nicht hierbleiben kann, muss ich die Nacht auf der Straße schlafen. Das wäre doch was. Vielleicht wird sich durch die Kälte ihr Ego zusammenziehen. Und warum gehen Sie nicht einfach in ein Hotel oder so? Negativ. Keines davon ist pinguingerecht. Und außerdem bin ich auf der Suche nach was Langfristigem und Festem. Können Sie mir nicht vielleicht noch eine Chance geben? Bitte. Naja. Nun gut, aber nur unter folgender Bedingung. Ja. Sie behalten Ihre Intelligenz und Ihren Frack. Und noch eins, bevor ich es vergesse. Beim nächsten dummen Spruch muss ich mich von Ihnen verabschieden. Gut, dann lassen wir uns doch mal von vorne beginnen. Hey, ich bin Peter Schulze. Guten Tag, Herr Schulze. Nein, ich sagte von vorne anfangen. Tut's mich ruhig. Okay, guten Tag, Peter.
Ich bin Dr. Balduin, Graf. Ja, ey, freut mich voll, dich kennenzulernen, Balduin. Nein, nein, nein. Ich habe einen Doktortitel, Sie müssten mich siezen. Balduin? Ja? Und tschüss. Heizung pfeift. Pfeifen an sich ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, Pfeifen sind gesellschaftlich hoch anerkannt. Man sagt ja oft, je größer die Pfeife, desto höher der Verdienst. Aber meine Heizung pfeift keine lustige Melodie, etwa so. Nein, meine Heizung pfeift auf einen gottverdammten Ton. Eigentlich sollte man ja meinen, eine Heizung habe ihren Beruf verfehlt, wenn sie nicht heizt. Aber meine Heizung ficht das nicht wirklich an. Sie ist sehr emanzipiert. Sie tut nicht einfach, was man ihr sagt. Ich respektiere das vollkommen. Ein moderner Mann muss heutzutage auch mal seine Heizung für sich entscheiden lassen. Im Winter, wenn ich sie manchmal auf Stufe 5 gedreht habe, hat sie manchmal sogar ein bisschen geheizt. Aber jetzt, mein tagsüber ging das ja noch, ja. Einfach die Musik etwas lauter aufgedreht, das Fenster aufgetan, die nahe Umgehungsstraße hinein. Inmitten dieses Soundbreis ist das Pfeifen mehr oder weniger untergegangen. Aber jetzt ist Nacht. Und sie pfeift immer noch. Ich gehe zu ihr und klopfe mal ein paar Stellen ab. Keine Reaktion. Vielleicht, wenn ich umschalte. Aha! Da, schau her! Bei Stufe 5 gibt es eine tonale Variation. Statt jetzt. Man stelle sich jetzt ein höheres Pfeifen vor. Aber ausschalten lässt sich das Ganze nicht. Und ich werde den Teufel tun, sie die ganze Nacht auf Stufe 5 laufen zu lassen. Soll ich etwa morgen als Brathähnchen aufwachen? Oder heute Nacht in meinem eigenen Schweiß ersaufen? Ich meine, im Moment ist doch warm. Da brauche ich doch gar keine Heizung. Ist es das etwa, dass ich sie in letzter Zeit einfach nicht beachtet habe? Ist sie am Ende eifersüchtig? Vielleicht auf den Kühlschrank, der seit neuestem im Zimmer steht? Da! Ich traue meinen Augen nicht! Aus dem Drehknopf findet sich mir ein Mund entgegen. Zwei Augen mit langen Wimpern. Ich höre kein Pfeifen mehr, aber eine Stimme. Meine Heizung spricht mit mir. So, so. Der feine Herr regt sich über meine Geräusche an. Was sagt denn der Herr zu dem Rauschen des Kühlschranks die ganze Zeit? Nein, aber das ist okay. Das mag er wohl. Was soll das? Wieso sprichst du auf einmal? Und was sollen diese seltsamen Anschuldigungen? Sag du, dass du mich küsstest? Aber ich habe schon verstanden, der Herr hat keine Lust mehr auf Hitze. Die heißen Zeiten sind wohl vorbei. Jetzt ist wohl soziale Kälte angesagt. Ganz cool möchte er sein, der Herr, nicht wahr? Na, warte. Nein, lass ich. Ich scheine wohl doch kurz eingenickt zu sein. War nur ein Albtraum. Da ist das Pfeifen wieder. Wenigstens keine Stimme mehr. Aber irre ich mich oder hat sich die Pfeifintensität nur verstärkt? Man stelle sich jetzt ein lauteres Pfeifen. Verdammt, was soll das denn? Was habe ich dir denn jemals getan? Ich war dir doch immer ein guter und treuer Freund.
auf. Ich tue auch alles, was du willst. Du willst, dass ich den Kühlschrank vor die Tür werfe. Du bekommst das, kein Problem. Du willst den ganzen Sommer auf Stufe 5 bleiben. Ja, du bekommst das, kein Problem. Du willst, dass das Fenster nicht mehr geöffnet wird. Du bekommst das alles in Ordnung, aber hör mit deinem Gepfeife auf, bitte. 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 Ich hab bitte gesagt, du verdammtes Miststück, du undankbare Schlampe. Glaubst du nicht, dass mir das einfach so gefallen? Glaubst du das wirklich? Na warte! Weißt du, was ich machen könnte? Weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte den Kühlschrank einfach aufmachen. Wie gefiel dir denn das? Du frierst nach, frierst du schon? Na, wird dir schon kalt? Dein Pfeifen wird dir im Munde gefrieren, du aufgeblasene Schnepfe! Was glaubst du eigentlich, was du bist? Du bist nichts weiter als ein Drehknopf oder ein Barore, so sieht's doch aus! Du bist zum Heizen da, du wirst nichts! Warum rede ich eigentlich überhaupt noch mit dir? Früher hat man sowas doch auch nicht gebraucht! Ging doch auch ohne Heizung, oder? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich brauch dich gar nicht! Ich pfeife auf deine Wärme, ich pfeife auf deine Mimosen, ich pfeife auf deine Allüren! Ich mach sie meine Vorfahren, ich suche mir jetzt eine schöne Höhle und dann warte ich, bis der Blitz davor einschlägt! Würden sie zum großen Spiel fahren. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Juan zittert vor Aufregung. Mandelbraune Augen leuchten aus dem runden Gesicht des Kindes. Sein Vater legt ihm die Hand auf den Rücken, streicht der Mutter kurz durchs Haar. Auch er zittert, zittert. Sie schultern ihr schweres Gepäck und gehen los. Was in diesen Taschen steckt, ist alles, was sie besitzen. Natürlich wundert Juan sich, wozu sie all das für das große Spiel brauchen sollten. Er stellt keine Fragen. Schweigend gehen die drei los. Drei unbedeutende Punkte im Morgengrauen. Drei verlorene Gestalten. Aus einer kleinen Ziege ist niemand auf den Beinen. Sie starrt Juan aus ihren kugelrunden Augen an. Wir fahren zum großen Spiel. Das wird er hierzu. Ziege senkt bedächtig den Kopf, als würde sie voll und ganz verstehen. Kopf geht Juan nochmals die Regeln durch. Er wollte, nein, er durfte nichts falsch machen und hatte darauf bestanden, dass er sich alles ganz genau einprägte. Schnell sein, leise sein, sich nicht fangen lassen. Nach einer Stunde stiller Wanderung sind sie beim vereinbarten Treffpunkt angekommen. Die anderen warten bereits. Man begrüßt sich mit einem Nicken, wechselt einige karge Worte. Man kennt sich nicht, aber man teilt ein Schicksal, ein Ziel, ein Spiel. Der weiße Van liegt um die Ecke. 13 handliche Gestalten klettern nacheinander hinein. Stunde um Stunde fahren sie, nach Norden, immer nach Norden. Langsam wird es unerträglich heiß in dem Raum des Fahrzeugs. Dicht gedrängt sitzen sie auf dem Boden. Die Sitze hat man ausgebaut, damit jeder Platz findet. Nur durch einen Riss in der Decke fällt fahles Licht hinein. Es stinkt. Juan, eingekeilt und behütet zwischen seiner Mutter und seinem Vater, beobachtet eine Fliege in Zeitlupe durch den Van schwirren. Er betrachtet sie eine Weile. Mit den Augen folgt er dem kleinen Tierchen, das einen Weg nach draußen sucht und doch keinen findet. Seine Gedanken schweifen nach Norden, immer nach Norden, zum großen Spiel und zum Preis. Wenn sie gewinnen würden, wartete etwas auf ihnen. Etwas, das sein und ihr aller Leben verändern würde, hatte der Vater gesagt. Was passiert, wenn sie verlieren, hatte Juan nicht gefragt. Die Fliege sirrt in eine träge Linkskurve,
und lässt sich auf dem Arm eines struppigen Mannes nieder. Juan beugt ihn vorsichtig, seine scharfe Nase und die tiefen Furchen, die sein unrasiertes Gesicht durchziehen. Eine Schlange gleich stößt seine rechte Hand vor und begräbt die Fliege unter sich. Fixiert Juan mit stechenden Augen. Sein Mund verzieht sich zu einem schiefen Grinsen. Das, mein Junge, passiert, wenn man nicht schnell genug ist. Juan schaudert, bis der Werner Puck anhält. Aufregung, Herzklopfen, Stille. Schritte scharren über Sand, dann öffnet sich die Tür zum Laderaum. Der Vater stützt die Mutter. Nur Juan springt fast leichtfüßig hinaus, froh, die frische Luft in den Lungen zu spüren und begierig auf das vor ihm liegende Abenteuer. Inzwischen ist es Abend geworden und die Sonne geht unter. Welch ein schöner Untergang. Mit lautem Knattern fährt der Wagen davon und wird schon bald von der Dunkelheit verschluckt, die über die karge Wüstenlandschaft hineinbricht. Schweigend macht sich die kleine Gruppe auf den Weg nach Norden, immer nach Norden. Seine Mutter beugt sich zu ihm herüber und flüstert ihm so: Ach Juan, mein Liebling, hör mir gut zu. Du kennst die Regel, du weißt, wir müssen unbemerkt ein paar Kilometer überqueren. Wenn es ein laut knallt und plötzlich hell wird, dann haben sie uns gefunden. Dann musst du dich sofort auf den Boden werfen. Aber Mama, das weiß ich doch alles. Wir werden gewinnen, sagt Juan. Wir wissen, dass er recht hat. Bitte verhalt dich ruhig. Dann gehen sie weiter, nach Norden, immer nach Norden. Hinterlassen nichts als Fußspuren im rauen Sand. Sie erreichen einen hohen Gitterzaun. Einer nach dem anderen übersteigt ihn. Und auch Juan klettert geschmeidig auf die andere Seite. Das Spiel hat begonnen. Seine Kehle brennt vor Durst und der Wind pfeift hart über die sandige Einöde, doch der Junge bemerkt es kaum. Sein Herz pocht heftig, die Sinne gleichzeitig wie betäubt und auch seltsam geschärft. Selbst die schwere Last auf seinen Schultern kann ihn nicht bremsen, nichts kann ihn bremsen. Sie gehen, stolpern, schleichen, rennen, straucheln nach Norden, immer nach Norden, bringen Kilometer auf Kilometer hinter sich. Von Gegnern keine Spur, nur Erfolg, nur Gewinn. Der Flammenkerl Scheinwerfer auf, das Areal taghell erleuchten. Schüsse fallen. Juan hat sich sofort in den Sand geworfen. Mit einem merkwürdig dumpfen Ton fallen auch seine Eltern neben ihm zu Boden. Ach ja. Okay. Mein Text heißt Desillusionierung. Alles fing damit an, als ich in der Grundschule mal länger bleiben musste und somit meine Lieblingsserie namens Ocean Girl verpasste. Das Ocean Girl war ein Girl namens Neri, das unter Wasser atmen konnte und ohne Schwimmflosse schwamm wie eine Meerjungfrau. Sie bewegte also ihre Beine wie ein Delfin parallel auf und ab und hatte mich somit gepackt. Das wollte ich auch können. So ging ich als ein normales Mädchen in ein Hallenbad und versuchte aller entdecke den Delfin in dir, die Delfinbeine des Ocean Girls zu imitieren. Aber das war irgendwie anstrengend. Das tat im Bauch weh und das war irre langsam. Als mir dann auch noch auffiel, dass mein Badeanzug weniger hermachte als ihr Outfit aus zusammengeflickten Stoffwetzen, war ich frustriert. Ich erkannte schnell, sowas Cooles wie das Ocean Girl gab es in dieser komischen realen Welt nicht. Diese Reihe der Enttäuschung sollte bis ins Unendliche wachsen und somit war von den Medien inspiriert mein erster Kuss natürlich mit Romantik und Feingefühl assoziiert. Man möge sich folgende Situation vorstellen. Gewöhnlicher Tag, gewöhnliche Woche, gewöhnlicher Typ. Nun erhielt unser Date, während er allerdings eher mit seinem Computer sprach und ich mich somit eher mit seinem Zimmer unterhielt. Mir wurde langweilig, doch das sollte sich schlagartig ändern. Als ich ihm nur kurz übers Haar strich, sprang er auf. Wenige Augenblicke später sah ich, wie etwas mit hoher Geschwindigkeit auf mich zuschoss und ich überkam Panik. Es war sein Mund. Wie ein Faustschlag drückte er meinen schutzlosen Kopf nach hinten, als wollte er testen, wie dankbar so ein Halswirbel sei. Deutlich hatte ich massive Gleichgewichtsprobleme und mein Nacken schmerzte. Er schien das zu merken und handelte blitzschnell. Ich spürte, wie sich sein halb geöffneter Mund so sehr an meinem festzog, dass mir Staubsauger-Assoziationen zu seinem Gesicht hochkamen. Ich sauge seitdem ungern, der Staub tut mir leid. Und dann schaffte ich es schließlich wieder auf die Beine. Er löste sich ab wie eine Saugglocke und sagte verschmitzt: Das war Teamwork. Außerdem waren
meine Lippen taub. In Gedanken vertieft merkte ich erst spät, wie er mich Richtung Sofa lotsen wollte. Er meinte, für die Fortsetzung sollte ich mich vielleicht besser setzen. Genau. Dies war also eine der Erfahrungen, die sich später leider häufen sollten. Man muss sich folgende Situation vorstellen. Lässiger Typ mit lässigem Klamottenstil und dem Muss für alle Lässigen, dem 3-Tage-Bart. Er ging entschlossen auf mich zu, mich überkam Aufregung. Er blieb nur wenige Zentimeter neben mir stehen und wollte mir, so dachte ich, liebevoll ins Ohr flüstern. Leider spuckte er mir folgendes ins Ohr. Hey, weißt du was? Ich habe eigentlich eine Freundin, aber wenn ich betrunken bin, dann nicht. Verrückt, oder? Meine Reaktion war ein dezentes Verrückt. Vor meinem inneren Auge sah ich meine Aufregung eine Klippe runterspringen. Er setzte noch einen drauf. Aber ey, schläfst du denn mit mir? Der Bordstein ist zwar hart, aber im Gebüsch geht immer. Wow. Als ich die Männer dann für gewisse Zeit hinter mir ließ und Lust auf was Neues hatte, ging ich ins Ausland. Das sah auf den ganzen Facebook-Fotos immer toll aus. Mit meiner Gastfamilie, ich betrunken auf aufregenden Partys, ich springe vor Sehenswürdigkeiten, ich springe am Strand, ich springe aber nicht am Strand und so weiter und so fort. Am Abend vor meinem Flug hockte ich in meinem Zimmer und guckte aus dem Fenster. Draußen regnete es. 2 Abende später saß ich im spektakulären Ausland in meinem neuen Zimmer und blickte auch da aus dem Fenster. Auch da regnete es. Als ich das später meinen Freunden erzählte, hatte ich den spektakulären Part wohl ausgelassen. Wow. Dann ging ich studieren in eine fremde Stadt und war somit offiziell cooler Student. Also der mit der Selbstbestimmung, der tiefen Entspannung, den coolen Partys, dem Powernapping und dem gekühlten Bier. Der mit dem brüchigen Fahrrad, dem großen Kopfhörern, der Retro-Tasche vom Flohmarkt und der großen Ray-Ban-Brille, der mit der Slackline und der coolsten WG. Wow. Als ich meinen Stundenplan sah, war der eher unflexibel und irgendwie voll. Und mein Gehirn, das war nach 2 Wochen auch voll. So wie auf den Partys, ja, da war ich dann auch voll. Und der Tag danach, der war wiederum voll von unangenehmen Körperreaktionen. Vielleicht war das gestern eingekühltes Bier zu viel. Sogenannte Powernapping in der Bib, das nach 2 Stunden tiefen Schlaf mit einem Brillenabdruck im Gesicht und kompletter Orientierungslosigkeit endete, war auch eher verstörend. Der Wunsch nach einer kleinen Brille somit sehr groß. Durch das überdimensionale Loch in meiner Retro-Tasche verlor ich meine Kopfhörer. Und die Angst, durch mein brüchiges Fahrrad irgendwann Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, störte die Tiefenentspannung. Außerdem hatte ich nach meiner Slackline-Park-Action einen Bänderriss, womit ich unable to party und sowieso eher unable war, während der Rest meiner Kunden WG am Wannsee Spaß hatte. Wow. Aber wisst ihr was? All diese Erfahrungen haben doch auch etwas Gutes. Und zwar, dass ich jetzt weiß, dass es im Berufsleben alles besser wird. Ich bin überzeugt davon, dass ich nach dem Studium direkt in einen gut bezahlten Job durchstarte und da aufsteige. Außerdem werde ich unglaublich gut aussehen und meine Hobbys neben der Arbeit ausleben können. Mein Beruf wird mich also geistig zu 100% erfüllen, so wie meine 4-köpfige Familie mich im seelischen Gleichgewicht halten wird. Weil es überall so toll aussieht, freue ich mich schon tierisch drauf. Genau hier und jetzt verbrennt sie zu meinen Füßen. Ein Klumpen Kohlenstoff um den herum, das Firmament Blasen wirft. Ein blutroter Himmel ohne Sterne, ohne Mond. 1000 explodierende Sonnen. Der Anblick ist beinahe schön. Dieses Glühen, durchsetzt von Funken und Gold, Flammenzungen greifen tiefer in die Wunde hinein. Ich stehe abseits und sehe zu. Sehe von einem Hügel aus die Atmosphäre brennen. Sehe Staubwolken am Horizont bersten. Sehe, wie die Realität sich einknickt, um an den Verrändern des Fassbaren herabzulaufen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die Apokalypse mit Bier, guter Musik und ein paar Freunden zu feiern. Es ist ja nicht so, als hätte man es nicht kommen sehen. Seit Monaten haben sich die Anzeichen gehäuft. Erdbeben, Vulkanausbrüche an ganz unmöglichen Stellen. Wissenschaftler, die Erkenntnisse eines ganzen Lebens in Rauch aufgehen sahen. Und Ratten. Ströme von Ratten, die sich durch die Straßen gewälzt haben. Eine Flut kleiner, pelziger Leiber. Nebeneinander, hintereinander, übereinander, einander beißend und zertrampelnd. Du weißt, dass du ein Problem hast, wenn selbst das Ungeziefer Angst bekommt. Also haben wir die Konsequenzen gezogen und eine Abschiedsparty für den Planeten geplant.
Wenn die Welt untergeht, sollte man sich nämlich schnell damit abfinden. Dem Universum ist man scheißegal. Das geht ohne Rücksicht in die Luft und radiert einen ganz nebenbei mit aus. Man ist noch nicht einmal Kollateralschaden, sondern irgendetwas Geringeres, nicht messbar, uninteressant. Und deswegen arrangiert man sich. Lässt sich auf die Schnelle noch etwas Dämliches tätowieren, raucht eine Stange und sagt dem Arschloch von gegenüber endlich mal die Meinung. Und dann geht man mit einer Flasche Wodka auf einen Berg, sieht alles brennen und geht dann gemeinsam drauf. Ich bin alleine hier. Alle, die ich kenne, sind fort. Tot, verschollen, ich habe nicht die geringste Ahnung. Macht ja ohnehin keinen Unterschied mehr. Falls es tatsächlich ein Leben nach dem Tod gibt, sehe ich sie in ein paar Stunden sowieso alle wieder. Zusammen mit Kurt Cobain und Elvis und so. Aber ich glaube nicht daran. Das ist doch nur ein Ammenmärchen für kleine Kinder und alte Säcke. Und überhaupt alle, die Angst vor dem Nichts haben. Ich habe auch Angst. Aber für solche Situationen hat der Mensch bekanntlich den Alkohol entdeckt. Und ich befinde mich glücklicherweise im Besitz der vermutlich letzten Wodkaflaschen am Umkreis von 50 Kilometern. Und deswegen sehe ich zu. Sehe die Flammen am Himmel und den Rauch in der Ferne und trinke, bis die Erdumdrehungen sichtbar werden. Langsam wird mir schwindelig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in meinem Promillewert oder der Luft hier oben liegt. Sie ist zäh, fast schon ölig, schiebt sich träge durch Nase und Mund und sticht in der Lunge. Meine Knie geben nach, ich falle ins Gras. Verbrannte Halme knicken unter mir weg, zerstäuben zwischen meinen Fingerspitzen. Ich betrachte meine Handinnenflächen, rostroter Staub hat sich abgesetzt. Geht nicht mehr weg, egal wie oft ich nur an meiner Hose abzuwischen versuche. Wenn ich mich jetzt auf den Rücken lege, werde ich eine Wolke aufwirbeln. Vielleicht groß genug, um ein Eigenleben zu entwickeln und in Richtung Himmel zu schweben, wo es sie dann in Stücke reißt. Aber auf dem Weg dahin könnte ich ihr zusehen, könnte Formen raten und eine Geschichte in die Luft schreiben. Ich habe schon lange keine Wolken mehr gesehen. Die sind in etwa zeitgleich mit den Vögeln verschwunden. Vor den Fröschen, aber nach den Bienen. Eine Zeit lang haben sie im Fernsehen Listen von verschwundenen Tierarten vorgelesen, bis sie gemerkt haben, dass das die Bevölkerung nur noch panischer macht. Kurz darauf gab es dann auch kein Fernsehen mehr. Ich hole Schwung, falle. Keine Wolke. Nur Staub, der alles verklebt und mich husten und keuchen und verschmiert auf den Boden drückt. Ascheflocken beginnen zu fallen. Samten und seidig, der dritte Regen diese Woche. Er legt einen dünnen, flaumigen Schleier über die Felder. Die Asche schmeckt sandig und bitter und kalt und reibt mir die Kehle auf. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich versinke im Grau. Jede Zelle meines Gehirns schreit nach Sauerstoff. Jetzt noch ein letzter Gedanke. Ein bedeutsamer, bewegender. Meine letzten Worte könnten die letzten Worte des letzten Menschen in den letzten Atemzügen der Erde sein. Dann verliere ich das Bewusstsein. Wow. Von lästigen Kommilitoninnen und grässlich grasgrünen Monstern. Zwei Schritte hinter Samira betrete ich die Bibliothek. Vor 25 Minuten erst war ich aufgestanden. Ich habe weder geduscht noch gefrühstückt. Und jetzt sollte ich ein Referat vorbereiten mit Samira. Bei der Referatsverteilung war ich diesmal etwas spät dran und zum Schluss blieb nur die Kolonialgeschichte von Westafrika und eben Samira. Anfangs dachte ich, ja, geil, das wird schon was. Aber inzwischen hat sich meine Meinung dahingehend etwas geändert. Wir setzen uns an einen der freien Tische und Samira bietet mir versöhnlich einen Keks an. Ich stehe noch unter Schock. Nimm das mit Norbert nicht so ernst. Früher oder später wäre es sowieso ausgewesen. Da nehme ich all meinen Mut zusammen und sage zu Samira. Du Samira, ich weiß, das ist jetzt hart, aber ich glaube, das mit dem Referat, das kriege ich dieses Semester einfach nicht mehr hin. Samira schaut mich durch ihre Lupengläser verzweifelt an. Du kannst mich hier nicht sitzen lassen. Wir sind doch eine Referatsgruppe. Dann dreht sie sich weg und schluchzt etwas von 4 ECTS-Punkten. Ich schaue schuldbewusst aus dem Fenster. Draußen sehe ich, wie sich eine Menschenmenge um ein kaputtes Fahrrad und ein totes, grellgrasgrünes Monster sammelt. Das mit meiner Gangschaltung kann ich vorerst vergessen. Aber vielleicht soll ich erst mal erzählen, wie es dazu gekommen ist. Was 10 Minuten zuvor geschah. Ich erwache auf einer grünen Wiese.
Über mir strahlt mir ein Gesicht entgegen, das durch eine Hornbrille und eine Zahnspange schwer entstellt ist. Zuerst denke ich, okay, ich bin tot. Dann sehe ich die Universitätsbibliothek und mir wird wieder einiges klar. Das Referat mit Samira hatte ich natürlich vollkommen vergessen. Und jetzt erwartet sie mich schon. Da bist du ja endlich. Ich habe schon gewartet, meinte Samira und reicht mir die Hand hin. In diesem Moment taucht hinter ihr das grell grasgrüne Monster auf. Ich stelle mich tot und hoffe, das Monster frisst Samira. Aber Samira dreht sich unerschrocken zu dem Monster um und sagt, Norbert, nein, ruft sie. Ich habe dir schon 100-mal gesagt, dass es aus ist. Dann dreht sie sich zu mir um. Ich habe jetzt einen richtigen Freund. Ich sehe, wie das Monster anfängt zu schluchzen. Sein Herz ist gebrochen. Schmerzvoll verendet es auf dieser Wiese. Ich schaue nach meinem Fahrrad, in der Hoffnung, einfach schnell davonkommen zu können. Aber das Fahrrad ist kaputt. Was ist überhaupt passiert? 7 Minuten früher. Ich sitze auf meinem Fahrrad und rase Richtung Uni. Hinter mir fährt ein grässlich grasgrünes Monster auf einem Fahrrad. Eigentlich witzig, denke ich. Aber eigentlich will das Monster mich gerade fressen. Ich trete stärker in die Pedale, aber das Monster kommt schon hinter mir. Ich spüre schon seinen faulen Atem in meinem Nacken und überfahre einen roten Ampel dabei. Vom Gehsteig ruft mir ein alter Mann hinterher. So geht's bei Edde. Kurz überlege ich anzuhalten und eine Diskussion mit dem Mann anzufangen. Über den Verfall unserer Gesellschaft und warum Regeln immer mehr zu gegenstandslosen Paradigmen werden. Aber stimmt, ich habe andere Probleme. Das Monster hat wieder aufgeholt. Vor mir erkenne ich die Unibibliothek. Da höre ich ein leises Knacken und sehe, wie sich meine Gangschaltung auflöst und das Hinterrad blockiert. Ich fliege in den hohen Bogen. Warum habe ich nicht das andere Fahrrad benutzt? Aber stimmt, das ging ja auch nicht. 5 Minuten zuvor. Ich stehe angezogen in meinem Zimmer. Mit einem Mal zerbricht die Wand neben mir in 1000 Stücke. Aus dem Staub taucht ein grässlich grell grasgrünes Monster auf. Einen Moment lang prüfe ich, ob ich noch schlafe, dann rette ich mich hinter die letzte instante Wand. Das Monster zerwütet mein Zimmer mit seinem langen Schwanz. Auch ein Blumentopf geht zu Bruch, den ich damals in der 2. Klasse mit Wasserfarben bemalen durfte. Mich packt die Wut. Ich greife mir den ersten Gegenstand, den ich finden kann, und stelle mich dem Monster. Hier bin ich, du kleiner Lindwurm! Und fuchtele dabei mit meiner Raumduftspraydose. Das grässlich grasgrüne Monster schnaubt laut. Du hast mir meine Prinzessin geraubt! Dann setzt es an, mich zu verschlingen. Im letzten Moment sprühe ich die Raumduftspraydose in die tellergroßen grasgrünen Augen des Monsters. Das Monster schreit laut auf und ich rette mich zu meinem Fahrrad. Als ich losfahren will, blockiert die Gangschaltung. Stimmt, das wollte ich ja noch reparieren heute. Inzwischen hat das Monster mein Entkommen bemerkt und kommt mir hinterher. Ich haue kurz auf die Gangschaltung und das Rad wird los. Das Monster schnappt sich das Rad meiner Mitbewohnerin und fährt hinterher. Was für ein Tag, dabei fing doch alles ganz normal an, was 3 Minuten zuvor geschah. Mein Wecker klingelt. Schon 8:30. Während ich nach meiner Jogginghose taste, denke ich mir, oh je, das wird wieder so ein Tag wie jeder andere. Mein einziger Lichtblick, Samira. Vielen Dank. Cooler Sound übrigens, wenn man hier hochkommt. Ich will auch mal gesagt werden. Danke. Glitzernde Sonnenstrahlen kämpfen sich schummrig schimmernd durch verstaubte Nebelscharten der Zigarette danach. Wärmend legen sie sich auf deine fahlen Wangenknochen, küssen deine leicht geöffneten Lippen, streicheln über deine von Dreadlocks umsäumte Stirn und tauchen dein wunderschönes Antlitz in rötliches Licht der Morgendämmerung. Ich schmiege mich ganz eng an dich, Geliebter, atme deinen Geruch ein. Dein Geruch, deinen wunderbar vertrauten Geruch, deinen wunderbar vertrauten, irgendwie leicht süßlichen Geruch. Angewidert rutsche ich ein kleines Stück von dir weg, schlage die Bettdecke zurück und frage mich, wie lange es wohl dauert, bis so ein Verwesungsprozess einsetzt. Immerhin ist es jetzt schon 1 Stunde her, seitdem du durchaus zu Recht
den Tod finden musstest. Außerdem wirkt sich die flimmernde Hitze in meinem Wohnmobil, das ich mir in meiner grenzenlosen Güte mit 20 weiteren Mitbewohnern teile, nicht gerade förderlich auf einen solchen Prozess aus. Ich sollte dich in die Gefrierbox stecken. Vorher begnüge ich mich allerdings damit, dir einen resoluten Stoß zu verpassen und dich von meiner Bettkante zu schubsen, während Bob Marley und die anderen Tierposter mich von der Wand her zustimmend angrinsen. Mit einem dumpfen Plumpsen schlägt dein Trägerkörper auf meinen mit Tierkot verkrusteten Bettverleger auf und lässt dabei meine in liebevoller Kleinstarbeit konstruierte Fliegentränke zu Bruch gehen. Eine kleine, gläserne Tränke, die ich akribisch fürsorglich für die armen, durstleidenden Mitbewohner, unsere kleinen, geflügelten Brüder und Schwestern aufgestellt habe und deren Leben du nun sozusagen postmorte in deiner grenzenlosen Ignoranz nun auch noch auf dem Gewissen hast. Ja, während ich deine verdrehten Gliedmaßen auf dem Boden liegend betrachte, wird mir klar, ich hätte es schon von Anfang an wissen sollen. Eigentlich habe ich es auch schon von Anfang an gewusst. Von Anfang an war mir klar, dass du dich in die Greenpeace-Sitzung, bei der wir uns kennengelernt haben, nur eingeschleust hast. Als Maulwurf. Eingeschleust, um deinem Drang nach Mord nachzugehen. Weil du ein ganz klar und gar schlechter, abscheulicher, verachtenswerter, egoistischer, ignorant, narzisstischer und von Grund auf missratener Tierquäler bist. Erst hast du nur scheinheilig gegrinst und nur aufgrund meiner bereits erwähnten tiefgreifenden Güte heraus, meiner tiefgreifenden Friedlichkeit, die mich zwingt, allen Lebewesen dieses Planeten mit Peace and Love zu begegnen. Nur deshalb will ich dich auf ein Date mit dir ein. Beim besagten Date schlugst du...